Hallo ihr Lieben, ja, ich will mal wieder ein bisschen was basteln und zwar hat meine Mama Geburtstag bald und deswegen möchte ich ihr gerne etwas machen für zu Hause. Dazu habe ich ein paar Sachen bei Hornbach besorgt und da zeige ich euch mal was. Ich schalte mal die Kamera um. Mein Tischchen. So, und zwar habe ich hier ein paar Sperrholzplatten, 4 mm. In dem Paket sind immer 5 Stück. Gibt es in verschiedenen Maßen. Ich habe jetzt hier einmal DIN A4 Maß mitgenommen. Das werde ich brauchen. Ich werde zwei brauchen, weil ich zwei unterschiedliche Projekte machen will. Die anderen stelle ich erstmal wieder nach unten. Dann brauche ich solche Dreiecksteile hier. Habe ich auch, wie gesagt, alles bei Hornbach gekauft. Und die Teile habe ich dann, das war ein langes, beziehungsweise drei lange. Und die habe ich dann zurechtgesägt, beziehungsweise mein Mann hat das für mich gemacht. Und die werde ich dann, Entschuldigung, hier aufkleben. Und dafür muss ich mal hier rüber fassen gerade. Zack, habe ich Holzleim. Das ist jetzt wasserfester. Ihr müsst aber keinen wasserfesten nehmen, nur den habe ich halt gerade da. Deswegen benutze ich den. Also Holzleim und dann diese Teile hier drauf kleben und dann möchte ich zwei Fotos von meinen Eltern, da werde ich gleich zu DM fahren und die einmal ausdrucken und ja, dann werden die hier alle nebeneinander geklebt, einmal so festgeklebt, das werde ich noch machen, bevor ich zu DM fahre, damit die schon mal trocknen können. So, einmal nur kurz, um es euch zu zeigen, weil wie gesagt, ich mache ja Fotos von meinen Eltern da drauf und das kann ich dann nachher nicht mehr zeigen. Deswegen zeige ich euch nur einmal, wie ich mir das da drauf klebe und dann werde ich, nachdem das getrocknet ist, überall ein bisschen schleifen an den Rändern, weil hier sind ja doch überall so ein bisschen verfranst. Also da werde ich mal ein bisschen drüber schleifen, aber erst wenn ich alles zusammengeklebt habe. Und anschließend nehme ich mir zwei DIN A-Hochkantbilder. Wenn ihr das so klebt, dann müsst ihr darauf achten, dass die Bilder hochkant sind. Wenn ihr ein Querformatbild habt, dann müsst ihr die Teile so machen. Beziehungsweise geht es auch so. Nur ja, ist dann ein bisschen doof, weil also der Effekt ist halt, man klebt halt das eine Foto, man schneidet die Streifen von dem Foto immer in die Streifen so breit wie diese Teile hier sind und auf jeweils immer diese Seite kommt ein Foto und das andere Foto kommt auf diese Seite und das hängt man sich dann im Wohnzimmer auf und wenn man dann von dieser Seite guckt, sieht man das Bild und wenn man von der anderen Seite guckt, sieht man dann dieses Bild. Vielleicht mache ich von Christoph und mir auch noch mal eins. Das kann ich dann zeigen. Das ist ja dann nur, sind ja dann nur Bilder von uns. So, die habe ich hier noch über. Und das hier, das möchte ich verwenden. Und zwar muss ich euch dafür mal ganz kurz meinen Monitor zeigen. Einen Moment. Ich muss das hier erstmal alles dahin. Ups, nee, nicht so. Dahin schieben, wo es hin soll. So, einmal den Bildschirm an. Und zwar habe ich mir diese Datei hier gemacht, also von einem Bild umgewandelt in ein Plotter-Dateibild. Und das möchte ich gerne einmal aus Folie, Flexfolie machen. Oder vielleicht mache ich es auch sogar in Flockfolie. Mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Und dann, achso, halt. So, wieder hier hin. Und dann möchte ich das hier so ungefähr drauf pressen. Und wenn ich das gemacht habe, dann guckt dann mal, welches die schönere Seite ist. Vielleicht nehme ich ein anderes, weil hier ist nämlich ein kleiner Riss drin. Und da ist ein dickes Loch drin, ein Astloch. Vielleicht nehme ich nochmal ein anderes, auch egal. An den Rändern hier seht ihr, da ist so ein bisschen, könnt ihr das sehen, sind so ein bisschen Holzsplitterchen. Da sieht man nicht so gut, aber da sind ein paar Holzsplitterchen. Da werde ich auch einmal kurz drüber feilen. Das geht aber ruckzuck. Und dann presse ich, wie gesagt, mein ausgeplottetes Teil hier drauf, dieses Binden im Garten. Und anschließend möchte ich mit Acrylfarben oder weiß noch nicht, mal gucken, mit Farben auf jeden Fall,
werde ich erstmal einmal grundieren und danach ja, werde ich mit verschiedenen Farben das so ein bisschen, ich stelle mir das so ein bisschen Watercolor farbenmäßig vor. Und das möchte ich dann eben überall drumherum malen. Deswegen werde ich wahrscheinlich Flexfolie nehmen, weil bei der Flockfolie habe ich Angst, dass es in den Fasern wird wahrscheinlich dann die Farbe hängen bleiben. Das möchte ich nicht. Genau. Und dann ja, mache ich einfach hier hinten was dran, dass ich so ein Band hier dran machen kann. Also dass das Band dann hier so hoch geht. Und dann kann sie sich das an die Tür hängen. Und dann sehen die Leute halt immer, wenn sie im Garten ist. Vielleicht säge ich mir das hier auch noch mal ein bisschen zurecht. Das weiß ich alles noch nicht. Vielleicht male ich mir da vorher noch mal mit einer Schablone oder so eine Form hin und ja, messe mir dann aus, wie groß das Teil dann noch ist. Dann gucke ich mal, was ich da noch mache, ob das einfach so bleibt als Schild oder ob ich mir das noch ein bisschen kleiner mache. Genau, ja, das sind so die beiden Geburtstagsgeschenke, die ich jetzt für meine Mama selbst machen möchte. Ja, wie gesagt, ich klebe jetzt diese Teile einmal zusammen und dann fahre ich mal zu DM, hole Fotos, mache das einmal fertig. Und ja, dann mache ich das und da werde ich wahrscheinlich die Kamera wieder anmachen und euch dann mitnehmen, wie ich das Teil hier mache. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich. So, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet und zwar habe ich mir bei dem Brett hier mit dem Dremel mir einmal die Ecken abgemacht, habe es ein bisschen runder gemacht und hier oben habe ich mir dann erstmal die Mitte ausgemessen, dann davon nochmal die Mitte und habe dann mit dem Dremel hier Löcher reingemacht und das auch ein bisschen angeschleift, damit ich, ja, damit hier nicht sowas hochsteht. Da werde ich die Rückseite, das ist nicht so schön geworden, das ist ein bisschen schöner geworden. Das wird meine Vorderseite. Ja, und so werde ich das Schild dann lassen. Also ganz eckig wollte ich es jetzt nicht, aber so mit abgerundeten Ecken fand ich es ganz okay. Ja, das habe ich auch schon fertig geklebt. Und man sieht auch schon so ein bisschen jetzt mit dem Licht, sieht man schon so ein bisschen den Effekt, den man später haben wird. Genau, so, ja, jetzt kann ich endlich zu DM, war ich nämlich immer noch nicht, und meine Bilder kaufen. So, hier habe ich jetzt meine Fotos. Der Rahmen ist jetzt fest, der ist geklebt. Wie ihr seht, hat mein Mann ein bisschen ungerade geschnitten. Unten habe ich sie mir alle auf eine Länge gemacht und oben hat er ein bisschen, ja, nicht ganz gerade geschnitten, ist aber nicht so schlimm. Das werde ich mit meinem Dremel dann einfach abmachen und dann noch mal ein bisschen. So, hier habe ich die beiden Bilder von meinen Eltern. Das zeige ich jetzt nicht. Und dann messe ich mir hier aus, wie lang diese Seiten sind, und zwar 2,2 cm. Macht das mal auf der Seite hier, ob die auch 2,2 sind. Ja, 2,2. Also ich werde jetzt jedes Mal 2 cm nehmen und dazu nehme ich mir aber mein Schneidebrett zur Hilfe, weil das wesentlich einfacher ist und auch ordentlicher und sauberer. So, muss mal kurz meinen Kopf in die Kamera halten. So, das sollte einigermaßen gerade sein. So, und dann schneide ich mir, ja, halt immer diese Streifen zurecht. Und wie gesagt, die klebe ich dann erstmal von einem Bild alles auf eine Seite und von dem anderen Bild alles auf die andere Seite. Ich will mal gerade hier einmal ranhalten. Oder das hier könnt ihr sogar sehen, da ist nämlich überhaupt nichts Aufregendes drauf. Da erkennt man ja niemanden. Zack, ja, also so werde ich das dann hier drauf kleben. Ja, sieht doch schon gut aus. Ja, und so mache ich jetzt weiter und zwar mit beiden Bildern. Erst das eine Bild auf der Seite und dann das andere Bild auf der anderen Seite. Ich habe jetzt als nächstes hier oben ein Löchlein reingebohrt mit dem Dremel
Und da kann man dann später den Nagel in die Wand machen, schön gerade, und dann einfach das Bild quasi drauf schieben. So, was ihr hier jetzt noch sehen könnt, ist, worauf ihr vielleicht achten solltet, dass es hier doch ein bisschen absteht, weil diese Teile sich doch ganz gerne ein bisschen wellen. Und ja, dementsprechend klebt es dann unten und oben nicht so sehr. Ich werde dem aber gleich abhelfen, indem ich hier noch mal ein bisschen Kleber reinlaufen lasse. Und dann gibt es ja diese Schraubzwingen und die werde ich dann darauf festmachen und dann werde ich die einzelnen Teile hier halt noch mal ordentlich festkleben. Ja, macht das vielleicht, bevor ihr die Fotos aufgeklebt habt, kontrolliert noch mal, bevor ihr alle Bilder aufklebt, ob das auch vernünftig funktioniert, weil wenn man ja hier drauf drückt, dann drückt man ja auch quasi aufs Foto. Ich glaube, das macht nichts, aber sicher ist halt sicher. Genau, jo, das war's dann. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, also hat euch so einen kleinen Tipp gegeben. Na gut, so, das war's dazu. Und jetzt werde ich mich diesem Teil hier widmen. Und dafür mache ich jetzt aber auch die Kamera noch mal kurz aus, weil ich ja hier jetzt erstmal das Teil drauf pressen will und ich habe es noch nicht ausgeschnitten mit dem Plotter. Das mache ich jetzt erstmal als erstes und dann gucke ich, wie ich diese Gestaltung hier mache. Übrigens könntet ihr auch die Datei also ausplotten und dann könntet ihr gucken, dass ihr da eine Schablone draus macht. So, meine Lieben, jetzt habe ich das Ganze umgewandelt zu einer Schablone. Und zwar fällt euch jetzt auf, dass hier zum Beispiel an jeder Stelle, wo schwarz, was ja später erhalten bleiben soll, eine Verbindung bekommen hat. Immer schwarz zu schwarz und weiß zu weiß natürlich auch. Also weiß ist dann später durchsichtig, beziehungsweise das, was man raus entgittert. So, und hier bei dem Schwarzen auch, dass die Buchstaben dann eben erhalten bleiben. Hier bei den I-Punkten, da versuche ich gleich mal ein bisschen näher ranzukommen. So, und zwar zum Beispiel, ach so, was mache ich jetzt hier? Zack. So, hier muss ich hin. Hier bei den I-Punkten, dass die auch erhalten bleiben, habe ich hier halt auch Striche reingemacht. Oder hier, dass die Löcher, dass ich die raus. Nein. Falsch, weiß kommt raus. Für mich gerade noch mal ein bisschen umdenken, weil normalerweise bleibt weiß immer bestehen und schwarz kommt weg und hier ist es umgekehrt. So, und auch hier zum Beispiel, hier habe ich zwei Verbindungen gemacht, damit es ein bisschen stabiler ist, genau wie bei den Schriften. Da habe ich auch immer so zwei Verbindungen benutzt, oben und unten, damit eben hier habe ich es nur einmal, weil der Weg zu weit war, aber dafür habe ich halt bei dem G dann zwei kurze Verbindungen gemacht. Und auch hier die beiden Buchstaben miteinander verbunden. Ja, und wie gesagt, alles, was dann eben bestehen bleiben soll, also was schwarz ist, hat hier eine Verbindung bekommen. So, jetzt hatte ich bei dem Mal, als ich es für mich gerade ausgeplottet hatte, hatte ich vergessen, hier eine Verbindung zu ziehen. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich lasse es bei mir jetzt weg. Also entweder ich könnte jetzt das nochmal ausschneiden, möchte ich aber nicht. Oder ich lasse es jetzt einfach bestehen und mache da halt dann, entweder mache ich es mir raus, das ist ja hier quasi jetzt ausgeschnitten, weil dieser Strich hier halt fehlt. Entweder klebe ich mir das kleine Teil jetzt nochmal extra rein oder ich lasse es einfach weg, dann ist das hier halt alles eine komplette Fläche, die halt weg ist. Das weiß ich noch nicht genau, das entscheide ich gleich, wie ich das mache. Jetzt entgittere ich erstmal. Und zwar habe ich es hier schon fertig. Ihr könnt das natürlich nicht so gut sehen, aber es geht einigermaßen. Also da seht ihr vielleicht ein bisschen die Verbindungen. Ja, und wie gesagt, alles, was jetzt quasi weiß ist, werde ich jetzt raus entgittern. Dazu nehme ich meinen Entgitterungshaken und ja, fangen wir mal an irgendeiner Ecke an und ziehe mir eben alles, was eigentlich weiß sein soll, raus. So, das könnte ich jetzt theoretisch aufheben und mir irgendwo draufkleben, wenn ich es farblich gemacht hätte. Habe ich aber nicht. Ich habe es ja jetzt nur in. Was klebt hier gerade zusammen? Ich habe es ja jetzt nur in
klar gemacht. Deswegen macht es jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, das irgendwie zu behalten, obwohl wenn man ein schwarze Papier hat und das dann da drauf klebt, dann kann das auch ganz cool werden. So, und jetzt habe ich, wie gesagt, bei mir habe ich, ich zeige es nochmal auf dem Monitor, bei mir habe ich diese Verbindungen hier vergessen. Und ich habe diese Verbindungen hier vergessen. Habe ich die von dem schwarzen nach außen? Genau, die habe ich auch vergessen. Und das sind jetzt alles Sachen, ja, wo ich dann halt gucken muss, die sind halt jetzt nicht miteinander verbunden. Also die muss ich mir dann alle einzeln nachträglich reinkleben. Werde ich aber auch machen, weil sonst ohne das hier sieht es wirklich nicht mehr so schön aus. Dann wäre das alles eine weiße Fläche. Und hier würde es gar nicht funktionieren, weil man die Schrift dann ja nicht mehr sieht. Deswegen werde ich mir das gleich einzeln reinkleben. Wie gesagt, die Datei, wo ich es für euch gemacht habe, sind aber diese ganzen Verbindungen da, dass ihr dieses Gefummel dann auf jeden Fall nicht mehr habt, was ich jetzt gleich vor mir habe. Ja, da bin ich echt froh, dass ich euch das vernünftig gemacht habe, weil bei mir hier ist das jetzt echt doof, diese Abstände, diese Mini-Abstände hinzukriegen. Naja, so habe ich ein bisschen was zu basteln. So, jetzt habe ich es aber. Okay, so meine Schablone sitzt drauf. Und dann kann ich mir jetzt meinen Pinsel schnappen und Farbe und kann das Ganze aufpinseln. Ich gucke hier jetzt überall nochmal, wo so kleine Ecken sind und kleine Kanten. Und gehe dann nochmal drüber, dass sie dann auch wirklich kleben. So. Ja, ich werde meine Schablone danach entsorgen. Ihr könnt eure ja natürlich öfter nochmal wiederverwenden. Wenn ihr euch die einfach auf den Träger packt, dann ist es ja ein Teil, das ihr ja immer wieder abziehen und wieder draufkleben könnt und somit dann halt öfter verwenden könnt. So, ja, ihr seht nicht besonders viel. Das wird sich gleich ändern, wenn ich mit meiner Farbe anfange zu matschen. So, ich habe mir ein paar Sachen zusammengesucht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig eine Ahnung, was ich machen will, aber ich möchte diese Modeling-Paste benutzen und damit diese Teile hier füllen. Also gar nicht nur mit Farbe, sondern möchte mir halt die Schablone einmal mit dieser Paste hier die Lücken damit füllen, dass die halt so ein bisschen rauskommen. Ich habe das Zeug auch schon ewig nicht mehr benutzt. Ich hoffe, das ist noch gut. Und zwar kann man das ja so ein bisschen trocken föhnen. Und man kann das ja auch mit Farben vermixen. Na, es fühlt sich schon ein bisschen fest an. Ich hoffe, ob das reicht. Ich nehme lieber, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr. Oder nee. Nicht ganz so viel. Dann nachher schmeiße ich nachher zu viel weg. Ich will es ja mit Farbe mischen. Und ich habe mir hier mal irgendwann in einem Shop so Pulver gekauft, so, wo halt verschiedene Farben drin sind. Und da werde ich jetzt gleich mal gucken, welche Farben ich da benutzen werde. Und ich glaube, Garten ist so grün und Dings. Das hier sind ja meine Lieblingsfarben eigentlich. Aber ich glaube, für den Garten passen die Farben hier ganz gut. Und da werde ich jetzt mal gucken. Also das hier ist so ein bisschen so ein Braunton. Na, komm mal her. Werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen was rausnehmen, damit reinmischen. Und dann werde ich das noch mit Grün, so ein Grün-Gelb, hier einmal auch ein bisschen schwupp, was mit rein. Und das werde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen ja, unterzumischen. Gucken, ob das funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr mit dieser Paste gearbeitet. Und die habe ich nur, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Sachen bestellt habe, aber ich habe bestimmt irgendwo ein Hole, wo ich das zeige. So, ich hoffe, dass diese Paste noch funktioniert. Ja, sieht relativ grün aus. Und ich fange jetzt einfach mal an, ohne viel drüber nachzudenken. Ach cool, da sind auch ein paar rote Pigmente anscheinend dabei. Blau, okay. Weiß nicht, ob das jetzt von der Palette hier unten
abfärbt oder ob das jetzt wirklich von diesen Dings kommt. Ist mir aber wurscht. Ich finde es gut, dass das so verschiedene Farben hat. Ja, wie gesagt, ich fange jetzt einfach an, hier meine Schablone einmal zu streichen. Bin ich einmal drüber gekommen, das macht mir jetzt aber auch nichts. So, dadurch, dass das durchsichtig ist, sieht man es auch ein bisschen schlechter, wo halt jetzt Schablone ist und wo nicht. Muss man schon ein bisschen genauer hingucken, dass man wirklich alles erwischt. Also meine Taktik ist einfach ein bisschen dicker drauf schmieren und halt sehr großzügig über das ganze Teil sozusagen verteilen. Und dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich das alles erwische. So, ja, da klappt es an einer Stelle ein bisschen hoch, leider. Werde ich dann später sehen, wie das dann aussieht. Ja, ich finde, für einen Garten passt diese Farbe ganz gut. So, und jetzt gehe ich hier so lange drüber, bis ich quasi eine einheitliche Fläche habe. Und dann werde ich meine Schablone, überlege ich gerade, ob ich sie schon abziehe. Und dann föhne oder erst ein bisschen anföhne und dann erst abziehe. Ich glaube, ich ziehe gleich ab. Vor allem habe ich ja auch jetzt dann diese einzelnen Klebedinger wieder, die ich ja auch wieder einzeln rausmachen muss. Ich föhne einmal ganz kurz an und dann nehme ich es raus. So, ich habe ganz kurz angeföhnt. Ihr müsst sowieso aufpassen, weil es ist ja eine Klebefolie und die kann ja schmilzen. Wie gesagt, ich will meine ja sowieso wegwerfen. Deswegen ziehe ich jetzt hier schon mal einfach ab. Ja, das sieht doch schon mal ziemlich geil aus. Zack, das ist der erste Teil. Und den haue ich auch hier gleich ab im Müll. Wo ist mein Zähler? Ich hatte irgendwo eins hier liegen. Da. So, da links ist schon wieder alles so zugepackt hier auf meinem Tisch. So, und dann als nächstes nehme ich mir hier den Entgitterungshaken. Und jetzt muss ich gucken, vorsichtig, hier ist ja Gott sei Dank schon mal so ein Teil, was ein bisschen hochguckt. Da weiß ich schon mal, wo ich abziehen muss. Ja, dadurch ist das Muster zwar ein bisschen verloren gegangen, das finde ich aber jetzt nicht so tragisch. Weil... Na komm, wo bist du? Da. Muss man irgendwie immer ein bisschen den Anfang finden. Zack. Ja, ist ein bisschen Sauerei, aber stört mich nicht weiter. Ja, jetzt schaffe ich mit dem Entgitterungshaken theoretisch wieder diese Verbindungen, die ihr dann habt. So. Zack. Wo bist du? Da, ich sehe dich. Komm hoch. Gut, der hat ganz gut geklebt gerade. Zack. So. Okay. Die nächste Folie. Zack, weg ist sie. Hier oben ist auch noch eine drin. Die muss auch raus. Muss auch irgendwo noch da sitzt sie. Zacki. So. Ja, ich finde, es sieht echt ganz geil aus. Achso, ich wollte es gerade hochnehmen, um es euch besser zeigen zu können, aber ja, kann ich jetzt natürlich nicht. Ja, auch mit dem Blau und dass da auf einmal so ein paar Rotpigmente noch rausgekommen sind, finde ich ganz geil. Wobei hier sind ja auch schon ziemlich viele Farben angeblich drin. Gelblich, dann so ein Braun und ein bisschen Blau. Und hier ist halt nur so ein Grün-Gelb, ja, so ein bisschen Limettenfarben, würde ich jetzt sagen, aber ein bisschen heller. Ja, das föhne ich jetzt definitiv einmal trocken. Wenn diese Sachen hier stören, der könnte das ja hier jetzt wegrubbeln. Ich finde es aber nicht so schlimm. Ich lasse das jetzt so. Genau, ja, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Dafür, dass ich hier so rumbasteln musste. Warte mal, habe ich hier noch? Ne, hier ist bei mir keine Folie, da sollte aber eigentlich eine sein. Wahrscheinlich
hat sich da ein bisschen gelöst. Das ist aber nicht so schlimm. Dann nehme ich mir jetzt mal ein Hilfswerkzeug und kratze mir das hier noch ein bisschen raus, damit man den Buchstaben ein bisschen besser erkennt. Sollte man relativ früh machen, sonst ist es zu fest und dann kriegt man es nicht mehr ab. Aber dass man hier die Schrift halt einfach noch ein bisschen besser erkennt. So. Nee, ich weiß nicht, was das ist hier. Irgendwie ein Holzsplitter oder so. Irgendwas habe ich hier. Auf jeden Fall. So. Zack. Ja, jetzt erkennt man das G für Garten doch noch mal ein bisschen besser. Ne? So. Okay. Gut. Wie gesagt, bei euch sollte das nicht so sein, weil ihr ja eine vernünftige Schablone habt. Bei mir, ja gut, bei mir darf es auch ruhig ein bisschen schief gehen, finde ich, weil immer, ich finde es immer ganz gut, wenn beim Vorzeigen, wie etwas gemacht wird, Fehler passieren, weil dann könnt ihr sie nämlich vermeiden. Gut, so, das, wie gesagt, föhne ich jetzt einmal und dann werde ich ringsrum, denke ich, einmal mit so einem klaren Gesso einfach alles einmal einpinseln, kann ich ja auch hier drüber pinseln. Und dann will ich alles hier drumrum mit Farbe einmalen und das innen drin weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich das tatsächlich in Holzoptik, dann spiegelt sich das von hier, von dem Rand noch mal so ein bisschen weit wieder. Aber das entscheide ich gleich noch, wie ich das mache. Aber hier drumrum werde ich auf jeden Fall ein bisschen mit Farben noch mal spielen. Okay, föhnen tue ich gerade allein, das muss ich euch nicht antun. So, föhnen habe ich geschafft. Jetzt schnappe ich mir einen großen Pinsel. Das hier ist noch weiß jetzt, aber das wird dann halt durchsichtig. Also das heißt clear. Dann sollte es auch clear sein. Ich nehme jetzt erstmal nur so ein bisschen und fange hier mal an am Rand. Ich das hier alles mal so ein bisschen einzupinseln. Das mache ich jetzt einfach nur, damit die Farbe nicht so dolle in das Holz einzieht. Deswegen mache ich mir jetzt hier einmal grob schon mal. Überall was drauf. So Leute, ich passe hier jetzt und male jetzt hier vor mich hin und werde euch auf lautlos machen. Und ja, mach euch ein bisschen Musik oder so. Dann kann ich nämlich hier nebenbei ein bisschen Hörbuch hören und ihr habt ein bisschen Musik auf den Ohren und ich pinsel und dekoriere hier nebenbei. Thank you.
Mir gefällt es jetzt ganz gut. Ich habe hier so einige Sachen draufgeklebt, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Hier unten diese Blütenteile und hier mit Heißkleber so ein paar Stöckchen und ja, ein bisschen Farbe drumherum, ein bisschen Treibholz, was ich einfach noch so gefunden habe. Das muss jetzt alles noch ordentlich durchtrocknen. Also das hier, das muss alles noch aushärten bis morgen. Das seht ihr, das ist noch ganz weich und auch die sind noch ein bisschen weich. Hier werde ich wohl mit Wachs noch mal ein bisschen Goldfarben drauf machen, denke ich. Ja, mit dem hier. Da werde ich, glaube ich, noch mal so ein bisschen hier drauf gehen. Das kann ich auch jetzt schon ein bisschen machen. Ich möchte nur nicht, dass es so dolle kaputt geht. Wobei Gold sieht man hier gar nicht so sehr. Das hält das Ganze nur ein bisschen auf. Ja, wahrscheinlich werde ich da noch mal mit anderen Wachsen auch ein bisschen dran rum spielen. Ich habe ja hier irgendwo auch noch so ein ganz helles. Wo ist es da? Und ja, da werde ich überall noch mal so ein bisschen was drauf verteilen, um da einfach noch mal so ein paar Highlights zu setzen. Aber wie gesagt, das ist ja hier alles noch gar nicht ganz trocken. Deswegen werde ich das wahrscheinlich dann im Anschluss nochmal machen. Aber theoretisch gefällt es mir jetzt schon wirklich gut. Und hier haben wir noch so ein ganz helles. Jawohl. Ein bisschen glitzy und blau. Ja, die Farben, finde ich, passen auch ganz gut zusammen. Kann ruhig überall so ein bisschen
unterschiedliche Farbe von mir aus sein. Hier drauf auf das Treibholz mache ich auch mal ein bisschen was von diesem, ja, so Glitzerblau. Ich weiß nicht, wie ich das schreiben kann. Aber in der Sonne wird es auf jeden Fall überall schön glitzern, weil diese Farben hier, die haben auch überall so Glitzer-Kristallzeugs mit drin. Könnt ihr das erkennen? Wartet mal, ich mach mal die Lampe hier rüber. Ah, seht ihr das, wie das schimmert und glitzert? Da seht ihr es. Da es schimmert und glitzert. Und das wird halt auch passieren, wenn die Sonne dann drauf scheint. Nämlich zumindest da, also wenn es so runterläuft, dann seht ihr es ganz toll, wie viel Glitzerpartikelchen da drin sind. Ja, und wenn das dann an der Tür hängt und die Sonne da drauf scheint, dann werden garantiert diese Glitzerpartikel auch rauskommen. Ja, wie gesagt, mir gefällt es ganz gut. Ich werde jetzt da noch ein Draht durchbinden und ja, hinten Knoten, hier hinten mittig dann den Knoten, dass man den oben gar nicht sieht. Und dann hängt es halt oben so, dass man es dann aufhängen kann. Ja, hat mir Spaß gemacht, das mal wieder oder überhaupt mal wieder was zu machen. Ich finde auch so die Farbverläufe ganz nett. Ich finde, die Farben passen gut zusammen. Und dass ich hier halt das alles hell gelassen habe, habe ich halt mit Absicht gemacht, damit man die Schrift eben ein bisschen besser sieht, weil ja, eigentlich sollte man ja erkennen, dass die Person halt im Garten ist und dass man nicht an der Tür klingeln muss. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich bin soweit fertig. Mein Bilderrahmen hier, den hole ich nochmal kurz nach vorn. Mache ich kurz mal auf. Das sieht nämlich jetzt auch gut aus. Die kleben jetzt auch ganz gut daran. Hier werde ich noch mal ran müssen. Und ja, hier sieht es aber schon sehr gut aus. Ihr seht, da hat sich ein Foto ein bisschen gelöst. Das macht nichts. Da mache ich gleich noch mal Kleber dran. Aber ansonsten sieht es soweit so gut aus. Und hier unten, das Teil hier, werde ich auf jeden Fall auch noch mal ankleben. Ja, genau. Ja, dann habe ich aber auf jeden Fall meine Geburtstagsgeschenke für meinen Mann fertig. Jetzt werde ich mein Chaos hier wieder beseitigen. So, ihr Lieben, noch mal ganz kurz, bin ich noch mal zurück. Ja, hier ist jetzt das Bild. Es ist mittlerweile abends, ist alles gut getrocknet. Und ich war gerade dabei, das Video zu schneiden. Und dann fiel mir ein, ach Mensch, eigentlich kannst du das hier jetzt noch mal schnell zeigen. Ich habe vorhin im Video gesagt, dass man vielleicht dieses Ausgeschnittene ganz cool nehmen kann und auf eine Karte packen kann. Na klar, ich bin im Garten, ist jetzt vielleicht nicht das Beste für eine Karte, aber es ging jetzt mir nur ums Prinzip, um das mal auszuprobieren. Ich habe es mir noch mal kleiner ausgeplottet und das ist dann auch tatsächlich so, wie ihr es dann tatsächlich bekommt. Und ich glaube, ich habe im Video auch die Stelle rausgeschnitten, wo ich gesagt habe, dass ich versuchen werde, unten in der Infobox einen Link für euch reinzumachen, dass ihr das als Freebie bekommt, also diese Datei. Und ihr seht, ich habe es mir jetzt nochmal eine ganze Ecke kleiner ausgeschnitten und auch wieder in meiner Klarfolie, damit ich halt diese Schablone hier dann einmal für mich auch wirklich komplett bekomme. Also so, wie sie dann wirklich für euch auch sein soll, dass ich sie dann einmal ausprobiert habe, ob das auch wirklich funktioniert und ich keinen Fehler gemacht habe. Und es hat super funktioniert. Und dann war meine Idee halt, so eine Karte zu nehmen und diese ausgeplottete Schablone, dann den Innenteil, den ich halt hier nicht brauche, rausgemacht und habe mir das auf so eine Karte, die ich mir zurechtgeschnitten habe, geklebt. Und dann habe ich mir hier von Stampin' Up einen sehr ähnlichen Grünton. Also ich weiß, das hier war eine Billigfarbe von Aldi oder Lidl oder so. Da gibt es ja so einmal im Jahr so Papiere zum Basteln. Und ja, das war halt davon so ein Karton. Und ihr seht es tatsächlich in der Kamera durch die Lampe hier noch besser, das Leuchten, als ich es hier auf dem Schreibtisch, ja klar, wenn ich es jetzt direkt ins Licht halte, sehe ich es auch so gut wie ihr, aber ich hatte halt vorher meine Lampe so ein bisschen weggedreht und dann sieht man es halt nicht mehr ganz so doll. Da seht ihr schon einen krassen Unterschied. Auf jeden Fall habe ich mir dann einen grünen genommen, was dann ähnlich ist
wie die Farbe, was ich zumindest fand. Das ist jetzt in dem Fall Smaragdgrün. Und ja, jetzt habe ich das einfach nur hier direkt ins Stempelkissen, weil ich wirklich viel Farbe brauche, und wische dann halt hier immer so drüber, damit sich das nochmal abhebt. So, man könnte dann theoretisch, wenn man so eine leicht klebende Folie hat, die ich hier in meinem Fall jetzt aber nicht habe, ich habe hier eine stark klebende, aber wenn ihr eine leicht klebende habt, dann könntet ihr theoretisch alles damit voll klecksen und anschließend die Folie abziehen, ohne das Papier zu beschädigen, und dann ja, habt ihr das halt alles dunkel und dann in der Mitte eben einfach wieder heller, so wie der Umriss hier von der Karte. Ja, oder man lässt es halt einfach drauf, wischt noch mal so ein bisschen rüber, um die Farbe hier einfach runter zu wischen, und dann hat man nämlich so ein schönes, leuchtendes, glitzerndes etwas dazwischen, also was dann so ein bisschen spiegelt halt im Licht. So, genau hier sieht man es am allerbesten. Warum ist mir eigentlich so schwer? So, so ist es doch viel einfacher. Und jetzt muss ich nur noch den richtigen Winkel. Ja, endlich. So, da, so würde es dann halt aussehen, wenn dann Licht drauf kommt. Obwohl die meisten Leute sich wahrscheinlich ihre Karten nicht mitten im Licht angucken. Aber auch so, finde ich, sieht es echt ziemlich cool aus. Ja, einfach nochmal ganz kurz als kleine Anregung, was man mit dem Rest machen kann. Muss man ja nicht unbedingt wegschmeißen. Und wenn man halt ein größeres Motiv hat, wie hier, und ein größeres Innenleben hat, ja mein Gott, dann nimmt man halt eine größere Karte, ne? Kein Problem. Okay, ihr Lieben, so, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Macht's gut. Tschüss.